Liebe Besucher unserer Webseite, liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Familie. Da wir nun schon öfter Unverständnis, Abneigung und Kopfschütteln geerntet haben für die Informationen auf unserer Webseite, möchten wir hier einmal kurz Stellung nehmen dazu. Alle Informationen auf unserer Seite stammen von unserem Gott und Erlöser Jesus Christus und sind nicht unsere persönlichen Worte. Ob ihr dies erkennen könnt oder nicht, das ist ein anderes Thema. Aber uns geht es nicht darum, irgendjemandem auf die Füße zu treten, denn wir haben alles zuerst für uns selbst genommen und geprüft und wir geben nur die Wahrheit weiter, wie wir sie empfangen haben, aus den verschiedensten Quellen, mit ein und demselben Ergebnis. Nun könnte man sagen, aber wir haben das ganze Leben, oder es kann doch nicht alles falsch gewesen sein, was, und so weiter. Nein, natürlich nicht. Aber wenn unser Erlöser sagt, meine Schafe kennen meine Stimme und folgen mir, wo auch immer ich hingehe, und er jetzt, da die Entrückung immer näher kommt, immer lauter zur Umkehr aufruft, sollen wir dann seine Stimme missachten, nur weil das, was wir bisher als Wahrheit gekannt haben, nicht damit übereinstimmt? Also, was ist wahre Liebe? Ist es Liebe, wenn ich jemandem sage, dass ich sie liebe, aber ich sage ihnen nur, was ihre Ohren hören wollen? Oder ist es Liebe, ihnen die Wahrheit zu sagen, auch wenn es in jenem Moment schmerzt oder Verzicht bedeutet, aber es bewahrt sie vor künftigem Schaden und Schmerz? Denkt kurz darüber nach. Für alle, die Kinder haben, ist die Antwort ganz klar. Wir lieben unsere Kinder und deshalb sagen wir ihnen auch Dinge, die sie nicht hören wollen, welche sie aber vor künftigem Schaden bewahren. Nun, manchmal hören sie zu und manchmal nicht. In jenem Fall müssen sie durch Erfahrung und vielleicht Schaden und Schmerz lernen. Es gibt ja jenen schönen Spruch, wer nicht hören will, muss fühlen. Könnte es sein, dass euch in der Vergangenheit nicht die ganze Wahrheit erzählt und gelehrt wurde über unseren Gott und Erlöser Jesus Christus? Könnte es sein, dass ihr in einem falschen Frieden schlummert betreffend eurem Zustand vor ihm? Römer 8,13 Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Seid ihr völlig verwandelt in eurem Herzen? 2. Korinther 11,3 Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Alle, die mich wirklich lieben, halten meine Gebote, sagt er. Johannes 2,3-6 Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Habt ihr ihn immer in euren Gedanken und hat er absolut erste Priorität in eurem Leben, genauso wie Seelen in sein Königreich zu bringen? Matthäus 6,33 Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Oder wurdet ihr nur äußerlich getauft, lebt jedoch weiter in der Welt, genau wie alle anderen es tun?
Denk daran, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. 1. Johannes 2,15 Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Römer 12,2 Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Wisst ihr, dass man nicht Gott und Geld dienen kann? Man kann nur einem Meister dienen und standardmäßig dient man Satan. Matthäus 6,24 Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Gibt es immer noch willentliche Sünde in eurem Leben, wie Stolz, Arroganz, Egoismus, Lügen, Unzucht, Ehebruch, Neid, Eifersucht, Tratsch, Verleumdung, andere richten, falsche Aussagen, den Sabbat nicht halten, den siebten Tag, welcher er gesegnet hat und uns befohlen, ihn heilig zu halten, und nur das zu tun, was den Vaterlosen, den Witwen, den Waisen und jenen in Not hilft? Hebräer 10, 26-31 Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben, auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr, und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Jakobus 1, 26-27 Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Religion vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Wenn er die obige Frage betreffend willentlichen Sünden mit Ja beantwortet hat, ist jetzt die richtige Zeit, sich vor ihm zu demütigen und aus tiefstem Herzen Buße zu tun und auch alle Verstöße gegen euch zu vergeben, die euch von anderen angetan wurden, mit einem aufrichtigen Herzen und einem tränenreichen Gebet. Danach soll sich jeder von vorsätzlichen Sünden fernhalten, für immer. Wenn ihr ihn um seine Hilfe bittet, wird er euch helfen, wenn ihr es aufrichtig und ehrlich meint und euch wirklich ändern wollt. 1. Johannes 1,9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 3,15 Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder, und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. 1. Johannes 4,20 Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Akzeptiert ihn in einem ernsthaften Gebet als euren einzigen Erlöser und Herr und bittet ihn, dass er kommt
um in euch zu leben und euch zu führen. Legt täglich aufs Neue euer Leben nieder zu seinen Füßen und bittet ihn, euch seinen Willen und seine Absicht für euer Leben zu offenbaren. Wenn dies nicht so immens wichtig wäre, würde unser geliebter Erlöser sich nicht die Zeit nehmen und uns immer wieder warnen durch seine Boten und Propheten. Wenn wir bereit wären für die Entrückung, warum sollte er dann so besorgt sein über uns, dass wir zurückgelassen werden? Denkt daran, während ihr der Wahrheit zuhört oder sie lest, welche Jesus verschiedenen Seelen offenbart hat, zu verschiedenen Zeiten. Jesus liebt uns alle so sehr, deshalb sagt er uns, dass wir von unserem Schlummer aufwachen sollen und uns von der Welt und all ihren Verlockungen und von der Religion und all ihren tilten Zeremonien entfernen sollen. Er würde uns niemals belügen. Er möchte, dass wir alle in der sicheren Arche seines Herzens sind, bevor sich die Tür schließt und die Hölle losbricht auf der Erde. Lügen und falscher Friede und falsche Sicherheit sind das Werk von Satan. Alle Lügen kommen von ihm. Er ist der Vater aller Lügen. Also vertraut keinem Menschen, denn Menschen sind so einfach getäuscht von dem Bösen. Vertraut nur in Jesus, unseren Herrn und Erlöser, der für dich und mich starb am Kreuz. Und beachtet, was der Heilige Geist euch sagt, jene immer noch kleine, ruhige Stimme in euch. Denkt nicht mit eurem Verstand, sondern mit eurem Herzen. Jesus liebt dich so sehr, dass er für dich noch einmal durch sein Leiden gehen würde. Und wir lieben euch auch. Dies ist der Grund, warum wir uns die Mühe machen, all seine Botschaften, Briefe und Neuoffenbarungen auf unserer Webseite zu veröffentlichen. Es ist nicht, weil wir nichts anderes zu tun hätten, sondern weil ihr und eure Bestimmung uns am Herzen liegt. Viel Segen und Liebe für euch alle. Jackie, Theo und Pascal.